So, es geht weiter mit Let's Play Legend of Zelda Minish Cap. Und ja, wir haben die Flossen eigentlich gefunden und sind immer noch auf dem Hylia-See. Ich habe mich schon ein bisschen umgeschaut, wo noch was ist, aber das ist wirklich nichts derart Besonderes. Unser Ziel, habe ich mir gesagt, liegt... Nein, da auch nicht, aber... Nämlich hier oben. Das ist nämlich der Dungeon, zu dem wir müssen. Und der Tempel des Tropfens. Und oh, klar, eisige Kälte ist das. Wenn wir das Element nicht schnell finden, werden wir auch zu Eis. Beeil dich, Waki. Oh mein Gott. All der Boden ist ja aus Eis. Pass auf, dass du nicht hinfällst und auf mich fällst, Waki. Oh mein, ja. Oh, es geht schon los. Oh, Eislevel. Oh. Oh Gott, das kann Spaß werden. Ausgerechnet. Ja, natürlich. Doch. Oh, klar. Ja. Oh, super. Oh, ich will hier raus. 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 Oh Gott, ich mag diese Eislevel nicht. Ich mag diese Eislevel einfach nicht. Nichts ist schlimmer als Eislevel. Ich würde fast wetten. Ja, die gleichen Schalter wie bei A Link to the Past. Das schmilzt bestimmt das Eis, oder? Oh, das ist ja Tageslicht. Wie schön warm das Licht ist. Da geht's einem gleich viel besser. Ja, bloß dem Eis nicht. Moment, ich hab... es ist einfach. Ich hab's erkannt. Sieh mal, genau da ist es angeschlossen. Ja, ich seh's doch. Musste mir nicht sagen. Oh Gott, Eislevel. Ich hasse einfach um diese Eislevel. Aber das ist einfach. Das war easy. Oh, ich sehe schon, das wird ein Spaß. Obwohl der Eisboss von Link to the Past war ja recht einfach gewesen, aber ich mag diese Level einfach nicht. Egal in welchem Spiel, ich mag die Eislevel nicht. Ich finde schön, wer sie toll findet. Ich finde sie nicht toll. Ganz und gar nicht. Ich will dich besiegen, weil kann sein, dass dein Schlüssel runterfällt. Komm hoch. Na komm. Nein, komm hoch. Komm, noch ein Stückchen hoch. Komm. Komm schon. Okay, das hat jetzt gar nichts gebracht. Ein Versuch war wert. Oh Gott. Eis. Der Hebel geht von der anderen Seite. Okay, jetzt ist er also zu. Stimmt, muss ich unten irgendwie, ja. Ich sehe schon. Great Key. Oh Gott, wie soll ich denn das machen? Okay, das Teil, merken wir uns, muss auf die Blume. Also auf dieses Kleeblattteil. Frage ist jetzt, wie machen wir das? Also den Great Key werde ich zuletzt definitiv machen. Das war jetzt bestimmt schon... Ja, das war jetzt falsch. Das war nicht richtig.
probieren wir das mal so. Jetzt verschieben wir das so. Und dann machen wir das so. Das ist doch bestimmt wieder falsch, oder? Vermute mal, ja, dass es wieder falsch ist. Oh Gott, das ist knifflig. Nee, ich glaube, das war schon wieder falsch. Wie ich das hier gemacht habe. Das ist 100 Pro falsch. Ja, jetzt ist es vorbei. Aber es geht nicht anders. Versuchen wir das mal anders. Der Block wieder da. Wie machen wir das? Nee, es klappt doch gar nicht mehr. Nee. Das funktioniert nicht. Definitiv nicht. Wenn wir den jetzt dahin schieben und der jetzt da anrutscht, ist der in der Ecke, ist der an der Wand gefangen. Wenn ich jetzt denen da schiebe, den muss ich auf jeden Fall auch dahin irgendwie hinschieben und dann irgendwie muss ich hier was machen. Das Rätsel ist wirklich schwierig. Nee, ist schon, glaube ich, vorbei. Der muss irgendwie in diesen Lichtstrahl rennen. Okay, Wacky, denk nach. Der kann von hier aus dahin rutschen. Der muss aber erstmal wieder hin.
Moment, der Hebel kann vielleicht noch eine Wirkung haben. Jetzt habe ich, glaube ich, sowieso gerade verschissen. Leute, der Hebel könnte irgendeine Wirkung haben. Ne, ich glaube, den wir jetzt da lassen sollen, oder? Ja, wir müssen erstmal den Schlüssel irgendwie in Position bringen. Machen wir es. Wie wollen wir dieses Rätsel lösen? Das ist echt gerade die große Frage aller Fragen. Das Rätsel bringt mich echt gerade ins Schwitzen. Den lassen wir erstmal, der ist ein Anlaufpunkt für die beiden Blöcke da unten. Dann werde ich vielleicht den hier mal verschieben und bringe den erstmal hier weg. Genau dahin. So, ich habe das Rätsel jetzt offscreen gemacht, weil es ist im Grunde, ja, eigentlich einfach, aber ich krieg es ja mal nicht hin, natürlich. Oh Mann. Es ist sowieso klar, dass ich Eislevel überhaupt nicht mag, aber ich hasse es, nicht weiterzukommen. Es waren eigentlich noch ein paar 5 Minuten mehr, wo ich nicht weiterkam. Die habe ich jetzt rausgeschnitten und durch das hier ersetzt. Ich habe auch nicht nachgeschaut, ich habe einfach nur offscreen ein bisschen weiter probiert. Und ja, ihr seht, wie ich gerade hingestellt habe. Und so müsst ihr das auch hinstellen. So, erstmal zumachen. Das hat sich das Eislevel wieder genauso gedacht. Hat sich gedacht, der Typ, der keine Eislevel mag. Mach wieder so ein eigentlich einfaches Rätsel, das ich wirklich lösen kann. Okay. Das hat er geschafft. Vergessen wir das und gehen weiter. Allein schon die Stelle hier ist ein Graus für mich. Maus, geh mal bitte aus dem Weg, danke. Ja, so etwas. Maki, wir haben das Element gefunden.
Aber leider ist es von Eis umschlossen. So kommen wir nicht ran. Vielleicht kann man das Eis irgendwie schmelzen. Was zum Teufel ist das denn? Okay, ich sehe schon. Jetzt beginnt bestimmt hier der eigentliche Dungeon. Ist da drüben was oder ist hier einfach nur. Okay, ist einfach nur Feld. Ich will schon ein bisschen mehr zeigen als nur hier, wie ich kläglich versucht habe, das Rätsel zu lösen. Nee, ich will schon ein bisschen mehr vom Dungeon zeigen. Je nachdem, wie weit ich noch komme. Oh, sick. Schick. Secrets. Und die Dungeon-Karte. Ich muss sagen, das ist ein komplexes Gefilde. Wenn ich mir das so angucke. Okay, ja, verstanden. Und Schneckis! Oh, noch mehr Schneckis. Da ist eine geschlossene Tür. Das weiß ich nicht, was das sein soll. Sind wir bestimmt andersrum. Hier ist auch verschlossen. Das heißt also, erstmal müssen wir einen Schlüssel finden. Okay, verstehe. Boostergerät, komm zu mir. Ja, so geht das. Das kriegen wir bestimmt von der anderen Seite auf. Dann schaffen wir uns da gleich mal eine Abkürzung. Obwohl, na, die bleiben sowieso da unten. Die bleiben sowieso so, wie sie sind. Von daher ist es gerade egal. Wow, das war knapp. Was ist das? Der Weg ist auf dem Boden des Kruges verborgen. Okay. Das ist zu einfach, das Rätsel. Ja, das war jetzt wirklich viel zu einfach. Hier muss bestimmtes Wasser irgendwie gesenkt werden oder so. Gehen wir mal zu der Tür, die jetzt oben verschlossen war. Vielleicht finden wir einen Miniboss oder sowas. Bis dahin zu kommen wäre noch ganz sweet. Den Rest mit dem Eisrätsel vergessen wir einfach mal. Was hier? Okay, ist nichts. Okay, jetzt sind wir hier drüben. Jetzt ist hier offen. Und das muss jetzt irgendwas bringen. Ich glaube, ich weiß auch was. Ich glaube, ich weiß, wo wir mit diesem Blatt jetzt hin können. Nehme ich bestimmt den Wasserfall runter und dann am Krug vorbei. Würde ich jetzt mal spontan vermuten. Um dann zu dem Ufer da zu kommen. Nein, willst du bitte nach oben schießen? Danke. Ja, genau das habe ich mir gedacht. Oh, wie soll denn das jetzt funktionieren? Okay, es ist jetzt egal. Es sind nur ein paar Treffer. Genau, jetzt sind wir nämlich hier. Haben uns ein kleines Boot geholt und können jetzt da drüben
zu dem Schalter. Das Boot nehme ich mal wieder mit, weil ich denke, das brauchen wir noch. Dich behalten wir. Oh Gott, wieder zu viele Wege. Da können wir lang. Da unten können wir auch lang. Ne, da oben können wir auch lang. Okay, das sieht davon schon mal interessant aus. Du kommst mir irgendwie bekannt vor. Ich glaube, ich habe dich schon mal irgendwo gesehen. Ja, ich habe dich schon mal gesehen. Im ersten Dungeon nämlich. Na komm. Auf die Nase. Und nein, geh weg. Spinnennetz. Jetzt habe ich die Chance, glaube ich, vergeigt, die ich vorhin hatte. Und du bist tot. Okay, ich hätte es natürlich auch wegsaugen können. Egal. Was haben wir hier Schönes? Den Kompass. Okay, ich denke mal, das wäre jetzt ein guter Punkt, hier den Part zu beenden. Das war's für heute vom Let's Play Legend of Zelda: The Minish Cap. Im nächsten Part gehen wir dann durch dieses große Raumgefilde da drüben. Also bis zum nächsten Mal im Tempel des Tropfens.